Ja, hallo und herzlich willkommen bei Kondensatorschaden.de. In diesem Video und in einigen kommenden Videos werde ich mich mit dem Löten von SMD-Bauteilen, also dem SMT-Löten, näher beschäftigen. Ich will euch dann einen gewissen Einblick in diese Technik geben, wofür sie eingesetzt wird, was die Vor- und Nachteile sind und wie das Ganze im Hobby-Einsatz noch zu bewerkstelligen ist. In diesem Video selber seht ihr jetzt erstmal ein paar Beispiele, die ich vorbereitet habe, wie das Ganze im Einsatz aussieht, was es an verschiedenen Bauformen gibt, wo die Vor- und die Nachteile sind, und in den kommenden Videos werde ich dann genauer auf die eigentliche Verarbeitung eingehen und was es für verschiedene Lötverfahren dafür gibt. Bisher habe ich ja hier auf dem Kanal relativ viel mit den üblichen Bauformen gearbeitet, das heißt Bauteile, die unten dran die Beine haben, die wir dann eben entsprechend in der Länge anpassen müssen, je nachdem wie hoch wir die Bauteile einbauen wollen oder halt eben nachher abschneiden, wenn wir sie auf der Platine eingebaut haben. Das Ganze nennt sich im Fachjargon THT-Löten, das heißt Through-Hole Technology, also die Durchsteckmontage. Das heißt, wenn wir das Bauteil stecken, es durch die Platine durch und löten es dann anschließend fest. SMT ist die Surface Mounting Technology, das heißt die Oberflächenmontage. Das heißt, die Bauteile haben keine Beine mehr, die durch die Platine durchgehen, sondern sie sind nur auf der Oberfläche montiert. Und SMD selbst steht für Surface Mounted Device und das ist das oberflächenmontierte Bauteil. Und das ist dann auch schon der wichtige Unterschied, es ist das SMD-Bauteil, aber wir sprechen von SMT-Löten, weil das die ganze Technologie dahinter bezeichnet. Was sind die Vorteile hinter SMD-Bauteilen? Wir haben natürlich eine deutlich geringere Größe als bei THT-Bauteilen. Das sieht man jetzt zum Beispiel hier dran. Ich habe jetzt hier einmal den NE555, den kennen ja einige von euch, und hier noch seinen Bruder als SMD-Bauteil. Ihr seht da sehr deutlich, das ist das gleiche Bauteil, das identische Bauteil, nur in einer anderen Baugröße, und weil wir halt eben bei dem SMD-Bauform auf deutlich kleinere Bauformen zurückgreifen können, wir mit den Beinen deutlich näher aneinander heran können, kann das ganze Bauteil sehr viel kleiner ausfallen und ist natürlich auch leichter. Ein weiterer Vorteil von SMD-Bauteilen ist, dass wir keine Bohrung mehr für die Beine brauchen. Ihr habt das ja schon in dem Video zum Platinenätzen gesehen. Da habe ich die Löcher per Hand auf der Bohrmaschine reingebohrt. Da braucht es dann für so eine Platine schnell mal 100, 200, 300 oder noch mehr Löcher. Und das kostet natürlich nicht nur Zeit, sondern in der echten Herstellung auch eine Menge Geld. Wenn man sich das sparen kann, kann ein Produkt günstiger ausfallen und es ist natürlich wesentlich weniger aufwendig zu produzieren. Auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir Oberflächen doppelt nutzen können. Ich habe jetzt hier einen Autoschlüssel und wir haben jetzt hier auf der Rückseite ist hier die Batterie normalerweise montiert. Wir haben jetzt hier einen Mikrocontroller und einen Kondensator, einen größeren, und hier vorne eine LED. Und auf der Rückseite haben wir völlig unabhängig davon von der anderen Seite noch einen großen Mikrocontroller, einen Taster und andere Bauteile. Das heißt, wir können die Platinenseiten komplett unabhängig voneinander gestalten und haben dann nur hier wenige Punkte als Durchkontaktierung für Strom- oder Signalquellen. Das heißt, wir können auf gleichem Platz quasi die doppelte Menge an Bauteilen aufbringen oder halt noch viel, viel enger verkabeln, also von den Platinen her anders layouten, sodass wir den Platz deutlich besser nutzen können. Hier habe ich jetzt auch noch die Platine aus einem Verstärker. Hier sieht man das ganz gut. Hier ist das Ganze stark gemischt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite hier oben die ganzen großen Kondensatoren, hier vorne ein Relay oder den eigentlichen Verstärkerchip. Das sind alles THT-Bauteile, das heißt, die sind ganz herkömmlich durch diese Platine durchgesteckt und auf der Rückseite verlötet. Aber wenn wir dann die Platine umdrehen, dann haben wir auf der Rückseite eigentlich ausnahmslos SMD-Bauteile, die hier verarbeitet wurden. Und das sind dann Kondensatoren hauptsächlich und Widerstände, die dann hier für die einzelnen Schaltungen notwendig sind und die können dann sehr platzsparend auf der Rückseite aufgebracht werden. Solche Platinen sind dann halt eben gemischt. Dafür gibt es dann auch noch spezielle Lötverfahren, wie man sowas dann in der Massenproduktion macht. Und so sehen mittlerweile eigentlich fast alle Platinen aus, die industriell gefertigt werden. Die Computerschrauber unter euch werden sowas hier bestimmt schon mal gesehen haben. Das ist jetzt einfach eine Grafikkarte, die ich hier habe. Das ist übrigens eine 570 GTX, also schon mittlerweile ein etwas älteres Modell. Und diese Platine ist
fast ausschließlich als mit SMD-Bauteilen erstellt worden. Hier sind nur die Anschlüsse, wo wir nachher den Monitor dran anschließen, und hier die beiden Anschlüsse für den PCI, für die Stromversorgung. Die sind eben als THT-Bauteile ausgeführt, das heißt, die gehen durch die Platine. Alle anderen Bauteile wurden hier rein in SMD-Bauform ausgeführt. Man sieht natürlich auch hier direkt, wir haben hier extrem feine Leiterbahnen, sowas können wir halt per Hand gar nicht mehr verarbeiten. Und hier haben wir jetzt auch noch im speziellen BGA-Bauteil, das heißt Ball Grid Array. Das heißt, da haben wir gar keine Beine mehr an den Seiten, wie das bei einem SMD-Bauteil ist. Da haben wir die immer seitlich dran, sondern hier sind die einzelnen Kontaktstellen auf der Unterseite und sowas können wir dann nur noch mit besonderen Lötverfahren überhaupt noch verarbeiten. Auf der Rückseite sind dann hier auch, wie bei der Verstärkerplatine eben, sehr viele SMD-Bauteile, wie Kondensatoren und Widerstände, die dann einfach dazu gebraucht werden, um da die verschiedenen Impedanzen einzustellen und die Schaltung entsprechend zu realisieren. So sieht das dann halt aus, wenn das industriell verarbeitet wurde. An solche kleinen Bauformen sollte man sich am Anfang nicht rantrauen. Und wir gehen jetzt erstmal auf die verschiedenen Baugrößen und Formen ein. SMD-Bauteile werden nach verschiedenen Baugrößen sortiert, weil SMD bezeichnet eben keine besondere Baugröße, sondern ist halt eben nur die Oberflächenmontage, das heißt, die Bauteile sind etwas anders vorbereitet. Die einzelnen Bauteile haben dann in der Regel seitlich Montageflächen, wie jetzt hier bei diesem Kondensator oder hier bei der Spule. Da sieht man das ganz gut. Da haben wir dann seitlich eben die Lötstellen, an denen wir dann das Bauteil befestigen können. Diese Bauteile sind genormt, da gibt es verschiedene Größenangaben dann für, in welcher Größenordnung so ein Bauteil spielt. Und das habe ich hier jetzt mal ausgedruckt, das ist so eine Standardübersicht nach den Größen. Da unterscheidet man zwischen dem amerikanischen System und dem metrischen System, wie das immer ist. Und wir haben halt, wie auch sonst üblich, die gewöhnlichen Umrechnungsprobleme zwischen dem komischen zöllischen System und dem metrischen System. In der Regel ist es kein Problem, die zöllischen Sachen zu verarbeiten. Man hat nur immer dann eigentlich Ärger, wenn man zwischen den beiden Bauformen hin und her springen muss, weil dann eben die Abstände doch nicht ganz aufgehen und da halt eben auch ein bisschen gerundet wurde, um die zu übersetzen. Das heißt, hier ist jetzt der metrische Code, hier ist der zöllische Code und das ist einfach nur umgerechnet und dann grob gerundet, dass der metrische auf das zöllische passt. Die Größe von dem Bauteil, also wie groß das Bauteil nachher tatsächlich ist, ist jetzt einfach nur umgerechnet. Das heißt, wenn wir jetzt hier das Bauteil nehmen mit dem Code 1210, dann bedeutet das, wir haben 0,12 Zoll in der Länge und 0,10 Zoll in der Breite. Das entspricht dann in Millimetern. Wir haben 3,2 mm in der Länge und 2,5 mm in der Breite. Und das ist dann, wenn das hier 1 cm Quadrat groß ist, das Bauteil. Um das jetzt mal zu verdeutlichen, ich habe verschiedene Bauteile anhand dieses Codes hier mal rausgesucht. Zum Beispiel habe ich hier einen Kondensator. Das ist eine mit der größten Bauform, der dann nicht ganz diesem 6332 entspricht, aber in der Größenordnung sich davon bewegt. Das heißt, das ist halt eines der größten Bauteile. Kannst du mal gerade so drehen. Und dann habe ich den entsprechenden Pedanten in 3 bis 4 Nummer kleiner, der die gleiche Funktion erfüllt, aber eben deutlich kleiner baut. Das Ganze ist dann sehr extrem, nachher wenn es in die Tiefe geht. Das heißt, entlang der Baureihe werden die Teile dramatisch kleiner, sodass wir dann wirklich sehr, sehr schnell an die Grenzen stoßen von dem, was sich per Hand noch verarbeiten lässt. Hier vorne das kleinste Bauteil, das wahrscheinlich bei euch jetzt auf dem Bildschirm kaum noch zu erkennen ist und kaum größer ist als ein Dreckhorn. Das ist die Baugröße 0402 und wenn wir das jetzt hier gerade im Code nachschauen, das ist die aktuell kleinste Form, die es so gibt im metrischen System. Zöllisch musste man da eben noch eine Null wieder hinzufügen, weil das Zoll ja wesentlich gröber nur abgestuft ist. Davor, eine Bauform größer, haben wir 0603 und da ist das Bauteil schon gefühlt fast doppelt so groß, was den Flächeninhalt angeht. Ist ja auch logisch, wenn wir das jetzt hier umrechnen, kommen wir auch fast auf den doppelten Flächeninhalt. Und um das Ganze jetzt mal zu zeigen, wie klein diese Bauteile wirklich sind, habe ich jetzt hier mal die digitale Schieblehre. Ich probiere jetzt mal dieses Bauteil entsprechend zu messen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine
Breite von 0,5 mm. Und ihr seht jetzt, das ist wirklich extrem klein. Wenn man jetzt daneben einen Finger betrachtet oder auch nur die Pinzette, und da kann man sich vorstellen, wie schwer sowas zu verarbeiten ist. Solche Bauformen braucht man sich eigentlich gar nicht anzutun, per Hand zu löten. Das ist eigentlich nicht mehr sinnvoll machbar. Ihr seht es auch hier schon, das klebt jetzt schon hier in meiner Schieblehre fest. Und wenn sowas runterfällt, da braucht man sich gar nicht mehr nachbücken, dann nimmt man sich aber das nächste Bauteil und macht dann weiter. So als Mittel der Bauform, was relativ gut zu verarbeiten ist, ist die Standardbauform 0805. Das ist ein amerikanischer, also eine zöllische Größe. Das sind hier diese Standardteile, die ich jetzt hier beide liegen habe. Einmal ein Keramikkondensator und ein Widerstand. Das sind Bauteile, die lassen sich noch wirklich ganz gut handeln. Wir haben dann jetzt hier auch schon eine Länge von gut 3 mm. Das kann man mit der Pinzette ganz ordentlich verarbeiten. Man kann die beiden Lötaugen noch gut unterscheiden und man kann das auch noch mit einem handgeführten Lötkolben wirklich problemlos verlöten, wenn man sich entsprechend Mühe gibt und eben Zeit nimmt, um das entsprechend sauber ausführen zu können. Das ist so die Bauform, an der ich mich auch orientiere in meinen Projekten, sofern sie dann eben in SMD ausgeführt werden sollen. Darunter macht eigentlich keinen Sinn mehr, das noch per Hand zu verarbeiten. Das ist dann nur noch für die Maschinen, die das dann eben maschinell bestücken und eben auch maschinell verlöten, interessant. Was ebenfalls einigen von euch schon mal aufgefallen sein dürfte, SMD-Bauteile kommen in der Regel in diesen gelochten Plastikstreifen. In ähnlicher Bauform kennt man die auch von den normalen THT-Bauteilen, da sind ja meistens auf Pappe aufgeklebt mit so einer Klebeband. Diese Streifen dienen tatsächlich dazu, dass sie so über diese Löcher den Maschinen zugeführt werden können. Das heißt, die laufen dann über Zahnräder und dann kann die Maschine jedes einzelne Bauteil da rausnehmen. Und das ist auch über alle Bauformen gleich. Das heißt, ich habe jetzt hier ziemlich kleine LEDs. Das ist die Bauform 0603, glaube ich. Und wenn ich dann jetzt das Gehäuse, in dem diese Spule kam, nehme, dann ist das genau das gleiche System, nur halt eben so groß, dass dann halt auch eben die Spule da reinpasst. Das Ganze ist dann halt schon sehr abgestimmt auf die industrielle Montage von den Bauteilen, sodass wir halt hier eben auch als Endverbraucher genau die gleichen Verpackungen bekommen und auch sonst diese Bauteile auf Rollen kaufen können. Die sind so in der Regel 600, 700 mm groß und da sind dann bis zu 50.000 Bauteile auf einer Rolle drauf, je nachdem in welcher Baugröße die kommen und in welcher Stückelung die bestellt werden. So viel erstmal für den Moment zu den einzelnen Bauformen von SMD-Bauteilen und dem SMT-Löten. Im zweiten Video dieser Videoserie werde ich euch dann zeigen, wie man SMD-Bauteile per Hand, also mit dem handgeführten Lötkolben, verarbeiten kann und wie man die auflöten kann. Da gibt es verschiedene Techniken, die ich euch dann eben auch im Detail an diesen Bauteilen hier eben zeigen werde.